Hallo, liebe Nachtschattenwechsel, ich bin's wieder, euer Otti. Ich sitze hier in Duisburg zu Hause, neben mir Ben Blutzucker. Hi erstmal. Hey. Ben Blutzucker, manche Leute können dich kennen, aber vielleicht auch einige, die sagen, okay, wer ist das, warum sitzt der hier beim Otti? Magst du dich mal eben selbst vorstellen? Also, wer ist Ben Blutzucker und was ist deine Profession? Wahrscheinlich werden mich die wenigsten kennen. Ein paar. Ich mache Musik, würde ich sagen. In den letzten Jahren Solo-Metal-Musiker und irgendwann ist dann noch das Stop-Motion-Video machen dann dazu herangewachsen. Also bei meiner ersten Platte irgendwann mal ein Video extern machen lassen von jemand anderem, der das auch echt gut drauf hat. Da ist das, Riptide-Video, das ist das, was auf dem Schiff stattfindet. Und nach dem Video habe ich aber gesehen, dass diese Mischung aus diese Art Metal mit dem süßen Spielzeug so gut funktioniert, dass ich dann beschlossen habe, dass ich da damit weitermachen möchte. Und dann habe ich mir das Stop-Motion-Film dann noch zusätzlich beigebracht zum einigermaßen Gitarre und einigermaßen Bass spielen. Ja, cool. Wir werden natürlich auch sehr ausführlich über dieses Stop-Motion-Thema sprechen, weil es halt eins deiner Markenzeichen ist, kann man so sagen. Ne? Mhm. Also es macht schon sehr viel deiner Kunst aus. Aber vielleicht erstmal so zu den Basics nochmal zurück. Also du hast vorher dann wahrscheinlich auch schon in Bands gespielt. Spielst du vielleicht sogar noch in Bands irgendwo? Genau, ich habe früher in Bands gespielt, heute nicht mehr. Es kommt zeitlich nicht so richtig aus. Mhm. Ich habe angefangen als Bassist in Krefeld. Da komme ich ganz ursprünglich her. Aber es ist jetzt nichts, was man großartig kennt. Also nicht Blind Guardian oder so. Wir waren mal auf einem Blind Guardian Tribute Sampler, immerhin mit Jörmungard. Genau, Jörmungard war eine der Bands, Thrash, Death, Black, wir konnten uns nicht entscheiden, Hauptsache Hard Metal Band. Da war ich 4 Jahre lang, davor war ich bei einer Schüler-Studenten-Rockgruppe, wo wir eigentlich, da haben wir uns das Musizieren eigentlich gegenseitig erst beigebracht quasi. Das war so ein wildes Auslosen. 2 konnten schon ihr Instrument beherrschen. Die anderen beiden waren dann bei, ja gut, dann spiele ich Gitarre, dann spiele ich Bass. Das war, so bin ich zum Bass gekommen. Kenne ich wohl, ja. Genau, so haben wir uns dann in der ersten Band, ja wie gesagt, das so gegenseitig Bass beigebracht zu spielen. Aus der Ära schleppe ich einen Song aber noch mit mir rum. Das ist Queen of the Night. Den habe ich damals mit der Band während der Band geschrieben und aber nie ordentlich aufgenommen, deswegen dann irgendwann mal die Neuaufnahme vor ein paar Jahren. Okay. Aber es gab damals Aufnahmen von euch? Es gibt, euch ein bisschen, oder? Ja, so Mittel. Wir haben mal in der Fabrik Heder in Krefeld bei einem Sommerrock-Festival gespielt und da war die Aufnahme nicht schlecht, würde ich sagen, für die damaligen Verhältnisse. Die Queen of the Night Version von damals, vom Sommer 2000, habe ich auch mit auf die CD vom aktuellen Album sogar als Bonustrack mit draufgepackt, damit man den Step zwischen den Aufnahmen so ein bisschen hören kann. Ja, cool, da reden wir gleich auch noch drüber über das Album. Magst du mir noch ein bisschen erzählen, was sind denn so die Sachen, die du privat hörst? Also was sind deine Lieblingsbands, in welche Richtungen gehst du gerne? Da gibt es natürlich immer verschiedene Richtungen und Stimmungen, würde ich sagen. Beim Metal ist es aber vieles, was keinen verständlichen Gesang hat, außer Manowar. Ja, also Manowar kam sehr früh, aber die haben auch irgendwann dann sehr, sehr stark nachgelassen. Aber ansonsten sind es eher Bands wie Immortal und Abbath, Trail of Filth. Ich Laibach fand ich immer gut. Das ist keine Metalband, aber vom Gesang her ist es schon sehr inspirierend immer gewesen. Was mag ich denn noch? Ja, King Diamond, Massive Fate, solche Sachen. Genau, das ist zumindest die Metal-Richtung. Zum Arbeiten benutze ich wiederum viel lieber irgendwelchen Synthwave ohne Gesang im Hintergrund, weil halt keiner singt und ich dann auch mich aufs Arbeiten konzentrieren kann. Ja, oder irgendwelche Film-Soundtracks. Meinst du jetzt Arbeit-Arbeit oder Arbeit, deine künstlerische Arbeit? Achso, Arbeit-Arbeit. Okay. Arbeit künstlerisch, beim Musizieren sowieso nichts anderes. Beim Filmen bekomme ich sehr viele Hörbücher durch.
Das ist so. Verstehe ich. Ich habe vorhin auch noch drüber nachgedacht, so in welchen Situationen man mal wieder richtig ordentlich Hörbücher hören könnte. Stimmt, das passt dann ja ganz gut. Ja. Wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Du hast es aber auch schon erwähnt, der Anlass, warum wir uns jetzt mal endlich getroffen haben. Also wir haben schon häufiger geschrieben irgendwie, ich habe Sachen von dir auf Nightshade präsentiert und so. Aber der Anlass ist, dass du ein neues Album hast. Und ich glaube, es ist eigentlich sogar das erste richtige Album in dem Sinne. Ne? Also du hast schon EPs und Singles veröffentlicht, aber so klassischen Longplayer gab es noch nicht, oder? Richtig, genau. Dadurch, dass ich aber als One-Man-Band ja nur agiere und ja nicht Konzerte spiele, war das mit einem Longplayer auch nie wirklich so relevant, fand ich. So Songs ausdenken, Videos machen und so weiter, das braucht schon viel Zeit, finde ich, um sie ja entstehen zu lassen. Und daher fand ich bisher immer die Variante, Einzelsongs rauszubringen, vielleicht mal eine kleine EP zu machen, aber trotzdem stetig alle paar Monate oder wenigstens nur mit einem Abstand von einem Jahr was rausbringen zu können, irgendwie den besseren Weg, als sich lange einzuschließen und dann aber viel auf einmal rauszubringen. Mhm. Nichtsdestotrotz hat es sich so ergeben, dass ich, wann war das? Jetzt muss ich einmal rechnen, ne? Ende 22? Das macht Sinn. Sehr viele verschiedene Songideen quasi angefangen habe und die parallel sich entwickelt haben. Und daher kam dann der Gedanke, ja okay, dann könntest du ja auch mal ein ganzes Album daraus machen. Verstehe. Und tatsächlich, ich sag mal, mit diesem mehr Singles und EPs rausbringen, bist du eigentlich, sag ich mal, auch in der Moderne, ne, Standard schon fast, weil gerade im Spotify-Zeitalter und so, da sind die Leute eher so drauf, ja komm, hier ein Song, da ein Song, da ein Song. Album hast du dir dann überlegt, ich meine, wir können es ja schon mal zeigen hier, ne? Kill Your Idols. Build Your Idols. Ja, aber da kommt es ganz klar her. Natürlich. Hast du da dann von vornherein eben gesagt, okay, dann muss da auch ein rundes Konzept dahinter oder war das eher so viele Singles und dann würfeln wir es zusammen? Nein. Ich hätte bisher, oder zu Beginn gab es kein klares Konzept. Das ist ja manchmal anders. Beim Vorgänger war es ja zum Beispiel ein ganz klares Western-Konzept, wo alles nur um Western ging. Bei dem Album jetzt ist es aber so, dass die Songs alle für sich irgendwie gewachsen sind. Daher ist es auch so, dass da ist was Ernstes drauf, da ist was Kritisches drauf, da ist der absolute Quatsch drauf, textlich gesehen oder inhaltlich gesehen. Das spiegelt mich halt in verschiedensten Situationen wider. Aber das meiste sind, glaube ich, da dann doch Eigenkompositionen, ne? Weil du coverst ja auch ganz gerne. Ich cover sehr gerne. Genau, beim Album ist es aber so, dass nur In- und Outro-Cover-Songs sind und der Rest ist eigentlich, nein, ist nicht eigentlich, sondern der Rest sind alles Eigenkompositionen. Ebenso bei der CD-Version, die wir jetzt in der Hand haben, ist es so, dass ich die ganzen Eigenkompositionen, die nie auf CD erschienen sind, ebenfalls hiermit noch draufgeschmissen habe. Eine Trackliste werdet ihr jetzt gerade nicht lesen können, aber es ist einiges drauf, zumindest in der CD-Version. Das ist dann nochmal ordentlich mit Bonustracks vollgepackt. Genau, das ist auch gerade schon gesagt, also Intro und Outro sind quasi Cover, beziehungsweise da hast du dann Soundtrack-Themes hast halt vertont. Genau, genau würde ich sogar anreißen, da schließt sich sogar am Ende ein gewisser Kreis, weil die Buffy-Theme haben wir damals mit meiner allerersten Band auch immer live als Konzertintro gespielt. Cool. Aber im Original wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Die haben wir immer sehr gerne da gespielt und daher wollte ich es dann hier als Album-Intro verwenden, weil der letzte Song hier ist ja auch wiederum die Live-Version mit meiner allerersten Band zusammen. Daher fand ich das irgendwie ziemlich griffig, das mal als Intro zu benutzen. Und dann müssen wir natürlich, können wir direkt auch den Sexy Boy noch aufgreifen. Ich meine, Buffy ist schon ein bisschen nerdig. Sexy Boy, Shawn Michaels, Wrestling, WWE, beziehungsweise ich bin ja noch WWF geprägt. Mhm. Also für mich heißt das immer noch WWF. Ja, also bist du halt ein alter Wrestling-Fan? Ja. Auch immer noch oder bist du da auch irgendwann so ein bisschen rausgeglitten? Nee, da bin ich irgendwann rausgewachsen. Ja, aber in den 90ern voll. Also wie du schon sagtest, als es die WWF war ich total großer Fan. Ich habe es ja auch ein paar Mal live gesehen, okay. Zum Glück. Genau, und diese Titelmusik von Shawn Michaels, die fand ich immer richtig schön drüber. Mhm. So wie das ganze Wrestling-Thema eigentlich im Prinzip. Aber dann doch irgendwie einen witzigen Kandidaten für einen Cover-Song. Auf jeden Fall. Weil ich dann natürlich sofort wieder beim Undertaker wäre, aber das ist ja noch ein anderes Thema, ne? Ja, aber das ist ja, also ja,
Ich gebe sogar zu, ich habe über mehrere nachgedacht natürlich. Ich würde sogar so weit gehen, eigentlich fand ich sogar immer die Musik von Mr. Perfect am besten. Die habe ich gar nicht mehr im Ohr. Ich glaube, das ist aber auch irgendwas, das ist ja auch eher was klassisch gespieltes. Ich werde es jetzt nicht vorsingen. Ach, schade. Und, aber ich fand die beiden, also auch das vom Undertaker, jetzt beides jetzt nicht so griffig. Und der hatte ja auch noch diesen richtig schönen blöden Text dazu. Und daher fand ich das irgendwie. Den besseren Kandidaten. Ich sag mal gerade, Undertaker ist auch irgendwie, am Anfang war es natürlich immer sehr beeindruckend. Irgendwann, als er dann angefangen hat, auch ab und zu mal zu verlieren, war dann auch irgendwie der Zauber vorbei. Ja. Er hat den Nimbus des Unbesiegbaren hat er irgendwann verloren. Ich musste letztens auf jeden Fall noch sehr schmunzeln. Da habe ich nochmal Der Ritter aus dem All geguckt. Das ist dieser mittelgute, höchstens mittelgute Actionfilm mit Hulk Hogan. Und da ist der Undertaker ebenfalls ja in einer Rolle drin, wo er nicht spricht. Und wie ich danach gelesen habe, sogar kurz bevor er als Undertaker überhaupt da in die Liga eingetreten ist. Ah, cool. Also ist sogar noch knapp bevor er der Undertaker geworden ist. Ja, keine Glanzleistung. Ich glaube, er hat auch letztens erst aufgehört. Ne? Irgendwas habe ich immer gekriegt. Da bin ich überfragt. Also ich glaube ja, aber da habe ich keine weiteren. Ich hatte zwischendurch auch das Gefühl, dass verschiedene Leute den verkörpert haben, aber ich glaube, da habe ich mich vertan. Aber das Gerücht gab es mal, aber im nächsten war trotzdem war immer der nur einer. Nur sein Manager, der war irgendwann nicht mehr dabei. Ja, boah. Der Kleine. Ja, mit der Uhr noch mal. Paul Bearer. Ja. Das ist lange her. Ja, aber da kommen dann die Erinnerungen raus. Aber das finde ich, ne, hat auch einen Grund, wenn die Leute sich jetzt wundern, jetzt fangen die mit so einem Kram die ganze Zeit an. Aber das gehört zu deiner Musik und zu deiner Kunst auch dazu. Und dass du sehr viele dieser Themen aus deiner Kindheit, Jugend, auch späteren natürlich, aber all diese nerdigen Sachen, würde ich es mal einfach nennen, mit aufgreifst. Ne? Ja, und, absolut. Total verarbeitest. Da können wir dann zum Beispiel, ne, auch sehr cool, das Video zu Game of Life. Lieber ablesen, bevor ich wieder was Falsches plappe. Als Titel bin ich mal ganz furchtbar. Nein, aber das fand ich auch richtig cool, dass das jetzt vor 3 Monaten war so ungefähr. Irgendwann letztens. Anfang April. Ja, letztens. Ja. Dann eher ein paar Wochen. Egal. Ja. Aber da hast du dann zum Beispiel, und das fand ich halt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, aber zig verschiedene Arcade, Computerspiele, so C64, Zeit, ich weiß nicht, Atari, so ein bisschen alles aufgegriffen und da dann halt auch mit deiner Stop-Motion, Brick-Motion-Sache dann verarbeitet. Magst du mal kurz erstmal selber sagen, wie kamst du auf die Idee? Ja, also ich glaube, so einen Initialauslöser habe ich selten. Aber so die verschiedensten Ideen wachsen halt mit der Zeit und sind auch jetzt nicht so, dass ich die jetzt habe und dann wird die nächste Woche umgesetzt, sondern wenn ich Ideen habe, dann landen die mal auf einem. Das könnte man mal machen, ist aber ganz schön viel Arbeit, Haufen. Deswegen dauert es auch, bis ich die dann überhaupt damit anfange. Das war bei dem Video ebenfalls so. Da war es sogar so, dass es Musik und Video quasi eine gemeinsamen Start hatten. Nämlich, ich wollte auch immer mal einen Industrial Metal Song machen. Also auch das war da. Und dann kam dann irgendwann ein, ja, aber ich könnte ja auch mal Computerspiele nachdrehen in Lego. Und dann würde ja eigentlich der Industrial Metal Song dazu passen, weil das hat ja beides was Elektronisches mit sich dabei. Und so habe ich dann den Text natürlich parallel zu den Videoideen quasi entwickelt. Und ja, wie du gerade schon sagtest, ich habe dann halt auch Computerspiele aus meiner Jugend da drin dann halt peu à peu nachgebaut und verarbeitet. Ich bin auch jetzt kein großer Gamer. Wir haben das Neueste, was wir zu Hause stehen haben, ist ein Super Nintendo. Und ein Junge in der Ecke. Ich sehe nur nicht. Da ist noch eine Xbox, aber... Ja, okay. Ja, bei uns, wie gesagt, ist wirklich der Super Nintendo das Allerneueste, was rumsteht. Aber klar fand ich die Sachen, als ich den C64 bekommen habe, als mein Onkel den Amiga bekommen hatte, da war der Mortal Kombat drauf, das fand ich schon sehr prägend und daher habe ich dann Spiele wie Mortal Kombat, den Prince of Persia, ich glaube, das war mein erstes PC-Spiel. Last Ninja, oder wie das heißt, ne? Last Ninja, war das Last Ninja? Last Ninja, ja.
Den konnte ich stundenlang spielen. Ja, Alter, Alter. Ja, Wolfenstein war auch dann wieder PC. Was hatten wir? Ich habe alles vergessen. Nee, Paperboy und stimmt, Paperboy war definitiv auf dem C64. Was wenige kennen, Mafia. Das habe ich auch stundenlang mit einem Kumpel gespielt. Mhm. Ja, und so sind, glaube ich, am Ende um die 12 Spiele, halt irgendwie grob aus den 80ern, 90ern, dann da ins Video gewandert. Tatsächlich habe ich mich natürlich direkt erstmal dabei erwischt, so zu gucken, welches kennst du? Kommst du noch auf den Titel und so? Weil manchmal, bei manchen muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann auch irgendwie, ja, das, ich weiß, ich habe es gespielt, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie es heißt. Mhm. Dann kommt dann auch nochmal dazu, aber schon sehr cool. Hast du dann dafür dir irgendwelche Sequenzen aus dem Internet gesucht oder hast du dann die Spiele irgendwo nochmal angeschmissen, um das dann so ein bisschen nachzubilden oder aus dem Gedächtnis? Nicht aus dem Gedächtnis. Nee, klar. Bei YouTube-Videos habe ich das dann peu à peu mir wieder zusammengerammt, weil ein C64 habe ich nicht mehr. Und habe dann da unterschiedlich gedreht. Das Tetris, worauf ja das Video endet, das habe ich mir einmal mir die Mechaniken quasi angeguckt, wie lang sind die verschiedenen Frames, wie lange braucht er, wenn er am Ende blinkt und sowas. Das hatte ich mir mal angeschaut und dann habe ich mir eine kurze Sequenz dann quasi on the fly ausgedacht. Anders ist es dann bei Sachen gewesen wie Mortal Kombat. Da habe ich zum Beispiel ein Video oder mehr als eins bei YouTube runtergeladen und dann mir zusammengeschnitten zu einer Kampfsequenz, wie ich das haben will, und das dann grob als Orientierung benutzt. Zeitlich weiche ich dann trotzdem beim Drehen manchmal davon ab, aber das hilft total, sich so eine gewisse Vorlage zusammenzuschneiden, gerade wenn man was Actionreiches dreht. Ja, glaube ich. Und an der Stelle sollten wir vielleicht auch nochmal das Motion-Konzept erklären, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich meine, ich kenne es, habe ich auch im Vorfeld gesagt, schon aus meiner Kindheit von irgendeinem Lego-Movie, was es damals schon gab. Im Endeffekt nimmst du Lego-Steine und machst dann Standbild für Standbild Fotos und daraus machst du dann Szenen, so ähnlich wie früher bei einem Trickfilm auch. Ne? Genau, 15 ist bei mir dann wiederum 15 Bilder pro Sekunde mache ich. Ja, wie du gerade schon sagtest, das ist die grobe Beschreibung. Man macht halt Einzelfotos und wenn man es halt halbwegs gut hinbekommen hat, dann sieht es nach einer flüssigen Bewegung aus. Meine allererste Sequenz sah aus wie hüpfende Zombies, die habe ich auch weggeschmissen. Also das war weit weg von flüssiger Bewegung. Das war sehr, sehr merkwürdig. Das war so, okay, jetzt habe ich 2 Stunden was gelernt, so geht es auf jeden Fall nicht. Da kommt man halt so peu à peu hin. Man kennt es, darauf, auf die Frage bin ich nicht richtig vorbereitet, im allerersten Terminator ist Stop Motion drin, da wo er dann das, wo nur noch das Skelett übrig ist und er aber den Gang auf eine Tür zuläuft, das ist in Stop Motion damit reingesetzt. In irgendeinem Robocop, wahrscheinlich im ersten, gibt es auch irgendwann diese große Maschine, die ins Büro läuft, die ist auch ebenfalls mit Stop Motion dahingesetzt. Ja, dann gibt es diese uralten Harryhausen-Filme, hier dieser Argon und das goldene Vlies oder so. Ja, aber selbst da gab es schon uralte Filme, wo die ja mit Stop-Motion dann Skelette dann quasi dann da mit reingesetzt haben. Gibt's jetzt, ich sag mal, ich glaube Wallace und Gromit sowas, ne? Diese Knetfigur-Sachen, die werden ja auch so gemacht. Ja, das Schaf ist auch für Stop-Motion. Genau. Aber mit Lego ist halt schon mal explizit, wie gesagt, ich kenne es von, da habe ich eine Kindererinnerung dann, weil mich das so geflasht hat, irgend so ein Science-Fiction. Ich weiß nicht, ob es mit Star Wars zu tun hat, aber so richtig, wo das genauso gemacht wurde. Ich wollte es nämlich immer machen, ich hatte nie die Geduld dazu. Das heißt, bist du tatsächlich ein geduldiger Mensch, würdest du das sagen? Ich sage sehr gerne, Geduld ist meine Superkraft. Ja, genau, das hilft mir total dabei. Wenn du keine Geduld hättest, würde es nicht funktionieren, weil die Projekte dauern ewig und daher funktioniert es nur mit Geduld. Ja, vor allem, ich meine, kann man einfach mal sagen, zum Beispiel, du machst dann ja auch so Sachen, dass dann wirklich sich einfach nur ein Gesichtsausdruck ändert von einer Szene zur nächsten. Das heißt, du musst ja im Endeffekt quasi, alles muss ja gleich bleiben, also das ganze Bild bleibt gleich. Und dann musst du aber den Kopf wechseln. Das heißt, du darfst auch nichts, auch nur ansatzweise mal einen Millimeter verändern oder so, weil dann funktioniert es ja schon wieder nicht mehr. Ja, im Zweifelsfall musst du dich damit retten, indem du ab da deine Bewegung reinmachst, wenn dir das passiert ist. Das ist, passiert mir zum Glück selten bei meinem ersten Vollanimierten, das war der Banküberfall.
war es zum Beispiel so. Da habe ich noch mit einem Tripod vom Schreibtisch gearbeitet und dann ist es in irgendeiner der Sequenzen nämlich passiert. Dann habe ich das Ding angestoßen und du findest ja die Kameraposition nicht mehr wieder. Es ist keine Chance. Dann habe ich mich erst geärgert, dann habe ich mich noch was geärgert und dann habe ich beschlossen, ja okay, dann mache ich jetzt einen Kameraschwenk. Und dann habe ich halt 4 oder 5 Bilder gemacht in die Richtung und daher weiß keiner von euch, dass das nicht beabsichtigt war bis heute an der Stelle. Yeah, aus der Wunde Tugend machen ist das, ne? Klassisch. Aber es, in dem Moment war es natürlich trotzdem ärgerlich. Ja, sicher. Aber genau das meine ich halt. Da musst du ja Geduld haben, beziehungsweise dann auch wirklich die Kreativität zu sagen, okay, aus dem Fehler mache ich dann was Neues. Weil du möchtest ja nicht dann irgendwie die komplette Szene, wo du schon, was weiß ich, 100 Bilder gemacht hast, dann nochmal neu machen. Das ist ja dann teilweise echt Hölle. Also, Heutzutage klebe ich dann sehr viel fest. Also das Set wird festgeklebt, aber auch den Tripod benutze ich fast gar nicht mehr, sondern entweder einfach nur eine feste Stelle auf dem Schreibtisch, auf der dann die Kamera mit drauf ist, aber selbst da wird dann alles festgeklebt. Oder wie ich vorhin im Vorgespräch einmal kurz erwähnt habe, habe ich mir auch irgendwann mal so ein kleines Kamera-Rig quasi aus Lego gebaut, mit dem ich auch an Objekten vorbeifahren kann. Aber dann ja genau abzählen kann, ne? Halbes Zahnrad gefahren, halbes Zahnrad gefahren, halbes Zahnrad gefahren. Sodass man da auch sehr smoothe Bewegungen damit hinkriegt. Das finde ich auch sehr cool, aber das lernt man ja auch dazu im Laufe der Zeit. Ja, das habe ich irgendwann im dritten oder vierten Projekt auch erst irgendwann gebaut. Wir können natürlich den Banküberfall, sollten wir auch nochmal erwähnen, weil ich glaube, das ist ein erfolgreichstes bis heute immer noch, ne? Oder? Da habe ich jetzt gerade überfragt. Ich habe vorhin irgendwie nochmal in deinem Channel rumgestöbert und ich habe dann, glaube ich, auch mal die beliebtesten quasi und ich meine, das wäre das oberste gewesen mit 76.000 oder irgendwas aufrufen, auf jeden Fall schon ordentlich. Und falls jetzt jemand fragt, hey, Banküberfall, EAV, erste allgemeine Verunsicherung, aber Banküberfall ist halt nur ein Klassiker aus den 80er Jahren. Hast du gecovert und das Video, sagen wir mal, mit Lego, so gut es geht, nachgestellt. Nein, natürlich kann man nicht alles eins zu eins, aber schon sehr, sehr am Original dich orientiert. Aber es ist sowohl bei dem als auch beim Crucified-Video ist es sogar Frame für Frame. Also du kannst beide nebeneinander legen und die Schnitte sind wirklich alle an der gleichen Stelle. Ja, hast du, glaube ich, auch in den Kommentaren, hast du sogar den Link, den habe ich vorhin noch kurz angemacht. Ah, ja, stimmt. Und dann, dass man beides mal nebeneinander laufen lassen kann. Ja, das fand ich sehr spannend. Da sieht man dann wirklich auch, ganz ehrlich, wie viel Liebe zum Detail du natürlich da reinsteckst. Ne? Das eben nicht einfach so, ja komm, ungefähr passt schon, sondern es muss schon dem Original auch entsprechen. Ja, ich meine, ein bisschen ungefähr musst du da trotzdem reinkriegen, dadurch, dass du ja eben da, weil man Lego benutzt, ja quasi natürliche Limitationen hat. Daher der, muss der man Hund da auch zum Beispiel, Kompromisse eingehen. Der Hund vom Polizisten, der ist eine andere Rasse. Ne? Stimmt. Und eine Stelle gibt es auch, da springt er eigentlich übers Grün zu euch ganz am Ende. Das habe ich damals noch nicht gemacht. Okay. Ja, cool, aber das ist. Also lohnt sich auf jeden Fall. Schaut euch das mal an, das ist richtig, richtig toll. Vor allem auch da wieder eine Kindheitserinnerung so. Wir sind ein Alter haben wir festgestellt, das heißt, EAV war einfach in der Kindheit, hat man hoch und runter gehört, hat man geliebt, hat man abgefeiert. Ja, hat gar nicht verstanden, dass sie zwischendurch auch sehr ernste Songs gemacht haben. Aber ja, gut, der Banküberfall gehört dann trotzdem definitiv nicht mit dazu. Da war ich 6, als die Platte rauskam. Ich habe es geliebt. Aber die haben auch auch ernstere Songs dazwischen gestreut. Das ist mir damals noch nicht so aufgefallen. Und auch in den humorvollen ist ja meistens noch eine Sozialkritik drin. Richtig. Ist ja nicht einfach nur so blöde Klamaukmusik, sondern da ist ja schon auch, kann man so ein bisschen hinterschauen und dann merkt man, dass da viel dahinter war. Und die haben auch lange durchgehalten. Die haben auch vor wenigen Jahren, glaube ich, erst aufgehört. Ja, habe ich sogar noch eine News. Ja, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe noch eine News dazu gesetzt. Ja, es ist hier nicht großartig aufgefallen, weil die in den letzten Jahrzehnten dann im Prinzip nur noch in Süddeutschland und Österreich aufgetreten sind. Deswegen ist mir das hier auch nie so großartig aufgefallen, dass die überhaupt noch aktiv waren. Aber wir haben eine Zeit lang in Nürnberg gewohnt und da war dann irgendwann so, ach so, ERV-Konzert, geil, ich bin dabei. Ja, glaube ich. Hätte ich auch noch mitgenommen. Ich bin ja im Moment so ein bisschen auf so einem NDW-Trip wieder. Ich meine, ich habe NDW immer geliebt. Aber dadurch, dass ich jetzt die Interviews mache, ich freue mich jedes Mal, wenn ich von meinen alten NDW-Helden nochmal jemanden vor die Kamera kriege. Hatte ich ja extra weit, zum Beispiel Joachim Witt habe ich ja eh schon häufiger mal interviewt, auch ein toller Künstler. Wen hatte ich noch? Geier Sturzflug. Cool.
Da wäre ERV wäre natürlich auch noch gut gewesen, aber da habe ich leider nichts mehr gekriegt. Ja, nee, aber auch das heißt, du hast aber auch diese ganzen alten Sachen als Kind abgefeiert. Army of Lovers war so für mich auch eigentlich initial. Ich glaube, das ist, das sage ich bis heute, die und die Shakespeare Sisters sind bestimmt auch ein Grund, warum ich so ein bisschen in diese schwarze Metal-Szene und so und Gothic Metal in den ganzen Bereich reingerutscht bin, weil das war ja Mainstream-Musik, die aber schon diese Optik dann. Genau, die waren ja trotzdem anders. Ja, Shakespeare Sisters genauso. Ich würde ein Stay-Cover aufnehmen, wenn Cradle of Filth nicht schon längst ein sehr, sehr gutes gemacht hätten. Aber dem habe ich quasi nichts hinzuzufügen. Ja, und das, ich glaube, das ist auch sehr schwer, gerade den Song nicht zu verhunzen, sagen wir ja, so. Ja, ne? Ich versuche das oft im Auto. Ja, ich glaube, das ist auch okay, wenn ich das nicht mache. Ja. Das ist ein bisschen so wie alle Genie-Covers, die es gibt auf der Welt. Ne? Die klingen alle echt nicht gut. Ich habe zumindest noch keins gehört. Nee, ich auch nicht. Aber hast du von den Leuten, die du so gecovert hast, mal irgendwann auch schon mal Reaktionen gekriegt? Vielleicht gerade auch, was die Videos angeht, was jemand gesagt hat? Witzigerweise bei den Army of Lovers ist es passiert, ja? Dass das irgendwie über Facebook dann zum Jean-Pierre, also der mit der langen Mähne, hingetragen worden ist. Und er hat das auf jeden Fall auf Facebook dann irgendwann mal geteilt. Ja, gut. Das Video, genau. Aber ansonsten gab es da jetzt kein direktes Feedback und bei den anderen nicht. Nee. Naja, ist ja auch manchmal, ne, ob das überhaupt bei denen ankommt und wenn, dann freuen sie sich vielleicht auch. Du kriegst es nicht mit, dass sie sich freuen, aber das ist ja schon mal, überhaupt mal so ein Feedback zu kriegen, ist ja schon nice, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Und da können wir natürlich das nächste Thema, was bei dir auch immer ganz cool ist, du hast auch so ein paar Features, also hast schon mit verschiedenen Musikern zusammengearbeitet. Großartige Liv Christine zum Beispiel, irgendwie, ne? Iron Sable, war das ein Feature oder? Nee, da ist nur geremixed, meine ich, ne? Oder so ein Mix. Ist halt so ein Hybrid. Mhm. Genau, bei dem Voduma und bei Iron Sable ist es so, dass ich angefragt habe, ob ich einen Metal-Remix machen kann, habe aber auch gleichzeitig noch nicht nur neu eingespielt, sondern auch noch Gesangsparts dazu geschmissen. Und daher ist es so ein Twitter. Ich kann es dir auch nicht so genau sagen. Aber dann kennt Nino kennst du wahrscheinlich auch persönlich. Ja, weil für Grafiken für meine vorherige Band durchaus gemacht. Ich muss gerade überlegen. Nee, hier hat er mir auch schon einmal bei ausgeholfen. Genau, ich meine, mein Bandnamen als Masters of the Universe Schriftzug brauchte. Das hat Nino gemacht. Genau. Ja, er hat einiges drauf. Ist auch so ein großartiger Künstler, der irgendwie alles kann. Musik, super. Ne? Grafikdesign ist er beruflich, ne? Ausgebildeter Grafikdesigner, auch super. Und irgendwie überall verwurzelt und hat sich Projekte am Start. Ne? Ja, richtig. Ja, cool. Aber da können wir dann natürlich mal anknüpfen, so, ne? Haben wir ja, weiß ich, habe ich auch aufgeschrieben, aber das war, glaube ich, auch so mit das, worüber ich dich so ein bisschen entdeckt habe, dass du mal irgendwann Sachen umgeschickt hast und dann war, ich weiß gar nicht, was das erste Korb war. Das heißt aber, du fragst sie dann auch konkret an oder ist schon mal jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, ey, wolltest du nicht mal hier von uns was machen? Metal-Remix-Anfragen sind auch schon mal so reingekommen, das schon. Aber jetzt gerade explizit bei den Features, so wie du gerade sagtest, Liv Christine oder auch Snowy Shaw, das ist ja wiederum mein größtes Vorbild, die habe ich natürlich explizit angefragt und war natürlich, also diese auch nicht die Ende der Liste, die ich mal angefragt habe, die werde ich jetzt aber nicht runterrattern. Manche melden sich nie zurück, manche melden sich mit einer Absage zurück und manche rufen die 2 Tage später an und sagen, weil ich Bock drauf. Also es gibt die verschiedensten Outcomes an der Stelle. Ist ja normal, ist ja ähnlich wie wenn ich Interviews anfrage, ne? Ich sag mal, da kannst du, also bei kleineren Künstlern kriegst du eigentlich fast immer nur Zusage, klar, aber wenn jetzt mal so die größeren anfragst, hast du auch von, ja, vielleicht irgendwann mal über, ne, gerade nicht, ne, bis hin zu, ja, klar, machen wir sofort. Und im Endeffekt ist es ja wahrscheinlich auch da, wenn die Leute schon mal von dir gehört haben, das ist ja wieder der Vorteil, ist die Tür schon mal ein Spalt weiter offen, als wenn du irgendwie komplett nichts gemacht hast. Und ich glaube mal ein bisschen, du hast ja vorhin gesagt, dich kennt wahrscheinlich kaum jemand, aber wenn man so die Aufrufzahlen von den größeren Videos anguckt, also ein paar Leute müssen es ja mitgekriegt haben, ne? Ja. Und bei den Features oder generell bei solchen Sachen, wo entscheidet oder wie entscheidest du denn, ob du jetzt ein Stop-Motion-Video oder Brick-Motion-Video draus machst oder doch nur, sag ich mal, in Anführungsstrichen Standbild, Video oder irgendwas in der Art, hast du da Präferenzen?
Warte, da muss ich drüber nachdenken im Prinzip. Nee, es passiert schon automatisch. Ja, im Prinzip ist es so, ich schaffe vielleicht ein Video in einem Jahr. Grob. Daher kann ich natürlich nicht zu jedem Song, der mir einfällt, auch ein Video machen, weil dann dauert das Album halt noch länger. Ja, gut, also das ist auf jeden Fall nicht möglich. Daher hat es sich bisher immer entwickelt, dass ein Video in Anführungsstrichen Sinn macht. Beim Banküberfall und bei Crucified war es so, dass ich wirklich von Anfang an gesagt habe, ich möchte den Songcover und ich möchte das Videocover. Also da war wirklich dieses Vorhaben, beides 1:1 vom Ablauf zu übernehmen, von Anfang an da. Bei den anderen Videos hat es sich ja irgendwie inhaltlich ergeben mit hier, das ist ein Song, zu dem braucht man ein Video. Bei dem Metalhead-Video zum Beispiel, das ist ja das mit Snowy Shore zusammen, ist es auch da so. Ich habe den Song mit der Videoidee zusammen geschrieben. Das war das, wo die Cover dann nachgestellt hast. Richtig. Quasi. Und im Songtext sind aber auch wiederum Referenzen zu Songtiteln von diesen verschiedenen Alben drin. Da ist es auch da irgendwie zusammen herangewachsen. Und daher war es klar, dass der natürlich der ein Video bekommt. Letztes Jahr habe ich relativ kurzfristig ausnahmsweise ja mal einen fast aktuellen Song gecovert. Das war das Remedy-Cover. Mhm. Da war aber jetzt nichts weiter, also es war, wäre A, nicht Zeit da gewesen, um das Video nachzustellen. Und es wäre auch vergleichsweise langweilig gewesen. Also das Video selber ist halt nicht besonders spannend. Und ich denke, dass da auch kein großer Wiedererkennungswert gewesen wäre. Mhm. Also mit einem Banküberfall oder Crucified-Video daran, da kriegst du noch viele Leute, die dieses Video auch mal gesehen haben. Remedy war sicherlich ein großer oder ist ein großer Radio-Hit, aber ich glaube, die wenigsten Leute werden das Video gekannt haben und somit wird auch die Referenz mit, ich habe das Video voll gut nachgestellt, wäre, glaube ich, gar nicht großartig aufgekommen. Das ist ein wichtiges Kriterium. Ich hab im Vorfeld auch so ein bisschen überlegt, eigentlich wäre es ja witzig, wenn du auch hiervon nochmal eine Lego-Version machen würdest, aber auf der anderen Seite uns beiden gestalten, irgendwie einfach nur da sitzen zu haben und vielleicht ein bisschen hier und her. Ich glaube, da mache ich 3 Fotos für. Ja, eben. Also das wäre einfach vom Optischen her, um das zu machen, einfach langweilig. Ne? Also du brauchst schon Sachen, die so markant sind, dass die Leute wirklich auch hängen bleiben und sagen, so wie ich, wie gesagt, Moment, was kenne ich auch bei dem? Ne? Bei den Metal-Covern, kenne ich das? Da habe ich schon mal gesehen. Klar, hier. Ne? Das sind so, das macht, glaube ich, mit den Reiz aus. Ne? Ja, dieses Entdecken, dieses Stöbern, dieses Gucken, was er da noch untergebracht war, wo er da noch eine kleine Feinheit reingebracht und so. Richtig. Also daher entwickelt sich das irgendwie automatisch, wer wann wie ein Video bekommt. Hier in dem Fall war das mit den Computerspielen relativ früh klar. Und dass ich jetzt sogar noch zum Release-Tag ja sogar noch ein Lyric-Video mit Fotostills, manche befehlen sich ein kleines bisschen, gemacht habe. Das war dann sogar eine relativ spontane Idee. Da kam es dann dazu, dass wir auch eine Release-Party am gleichen Tag im Papidou in Düsseldorf gemacht haben und dann die Sängerin, mit der ich den Song ja zusammen gemacht habe, also ein Sänger und einer Sängerin, nämlich der Viv und dem Flo, beide von Flowerleaf. Düsseldorf war Symphonic Metal Band. Jetzt habe ich den Satz abgebrochen, ne? Warte, ich führe den einfach wieder fort. Und Liv sagte nämlich irgendwann, dann würde sie sich ja freuen, dass auf der Release-Party der Song läuft. Und dann ist mir aufgefallen, ja, aber wir haben ja gar kein Video. Und daher ist dann eigentlich sogar relativ kurzfristig dann noch die Idee für dieses Video entstanden, dass ich für Scream gemacht habe. Wie gesagt, wie du wahrscheinlich schon gesehen hast, sind es halt unbewegte Lego-Szenen. Es sind aber trotz ist es schon wieder ein Suchspiel, weil da wiederum Szenen aus verschiedenen Popmusikvideos nachgebaut sind, die man vielleicht erkennt, vielleicht auch nicht. Ich sag mal so, bei Queen ist es einfach, bei den Pet Shop Boys ist es schon schwieriger. Es sind 30, viel Spaß beim Suchen. Aber wie gesagt, das ist ja das Schöne daran. Das ist wie so Wimmelbildspiel. Und dann nochmal schnell zurück.
wo man natürlich dann manchmal die Musik ein bisschen drunter leiden lässt, weil man einfach irgendwie dann doch hin und her springt. Aber siehst du das eigentlich in den Aufrufzahlen auf YouTube, in den Statistiken, dass da auch manchmal hin und her gesprungen wird? Oder bestimmte Szenen irgendwie besonders oft irgendwie, dass Leute reinklicken? Habe ich nicht geguckt. Also das weiß ich gar nicht. Solltest du mal machen, weil du kannst ja eigentlich genau sehen, was wie die Aufrufstatistiken sind. Das ist bestimmt bei manchen Sachen, da siehst du bestimmt, dass dann irgendein bestimmtes Bild dann irgendwie und eine bestimmte Szene dann mehrfach, weil die Leute immer wieder dahin zurückgesprungen sind. Ja, ich werde mal gucken. Ja. Müssen wir aber natürlich nochmal ansprechen. Du hast gesagt, du hast auch Ideen natürlich auf Halde, wahrscheinlich einige. Ne? Also grundsätzlich gibt es wahrscheinlich einen ganzen Stapel Ideen. Wer ist mal größer, mal kleiner. Hier sind schon viele drauf gelandet. Mhm. Aber wie ist das, musst du dann so ein Projekt auch in einem Mal durchziehen? Also wenn du jetzt wirklich sagst, jetzt mache ich das Video. Oder kannst du zum Beispiel, sagen wir mal, ne, jetzt auch bei Game of Life irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt die eine Szene und dann einen Monat später mache ich die andere oder so oder mache mehrere. Ich weiß gar nicht, ob es ein innerer Drang ist, aber bisher war es bei allen Videos so, dass ich alles an Material erst zusammengesammelt habe und dann anfange zu drehen. Der erste Drehtag läuft auch irgendwie nicht, weil man bis dahin hat man dann doch wieder so ein paar initiale Handgriffe vergessen. daher drehe ich eigentlich schon sehr, sehr gerne am Stück, wobei am Stück heißt, wir reden von 4 bis 6 Wochen. Ja, gut, klar, dass das nicht an einem Tag gemacht ist, sondern schon wirklich über mehrere Wochen, teilweise vielleicht sogar Monate irgendwie, ne, gemacht werden muss, ist logisch. Hast du so einen riesen Lego-Fundus oder bist du dann wirklich, dass du jedes Mal sagst, okay, ich brauche irgendwie das und das, jetzt gehe ich mal auf die Suche? Es fehlt immer was. Also ja, ich habe schon viel mittlerweile, aber es ist oft so, es fehlt immer irgendwas. Übrigens er selbst. Ja, hat wie länger, man auch. Ja, die Haare sind was kürzer, sonst ja. Ich gehe mal da ran, wird zwar keiner mehr erkennen, aber ist egal, kann man es erahnen. Daher, der Fundus ist peu à peu größer geworden, aber irgendwas Spezielles fehlt oft trotzdem. Bei dem Game of Life Video war es sogar dann besonders so, dass ich hier Figuren für Mortal Kombat oder so, die habe ich nicht ansatzweise so nachbauen können aus den Original Lego-Figuren. Daher habe ich die irgendwo England? Nein, ich weiß nicht mehr. Irgendwo bestellt. Es gibt viele, die sich ja nur auf das Drucken und Herstellen von Minifiguren, die aussehen wie Filmstars, Computerspiele, Charaktere und so weiter spezialisieren, und da habe ich dann zum Beispiel einen Haufen Mortal Kombat Figuren geordert. Aber direkt 5, weil ich ja nicht wusste, wen ich am Ende beim Drehen wirklich haben möchte. Also im Video sind nur 3. Das ist dann natürlich auch relativ kostenintensiv, ne? Wenn du dann, ich meine, Lego ist jetzt auch nicht gerade generell nicht das günstigste Hobby, um es mal so auszudrücken. Und wenn man dann natürlich ständig auch noch was Spezielles braucht und dann irgendwie nur aus England bestellen und so, da hast du. Das kann ich nicht verneinen, was du sagst. Ja, aber das gehört dazu. Ja, jedes Hobby kostet. Eben. Und ich sage mal, es gibt auch, glaube ich, Hobbys, die wesentlich weniger Spaß machen, wie gesagt. Na, wenn ich die Geduld hätte, würde ich sofort machen. Sportler werden wahrscheinlich das anders sehen. Aber ja, bei mir ist es bisher auch noch nicht beim Spaßlevel angekommen. Ja, eher so eine lästige Pflicht. Ja. So, ja gut. Gibt es denn irgendwie ein Video, wo du ganz besonders stolz bist oder wo du sagst, das ist mein Liebling bisher? Ja. Also bei den Videos kann ich das definitiv sagen, dass es das Metalhead-Video ist. Wie du eben ja schon sagtest, das ist das Video, wo ich ja die Metal-Artworks nachgestellt habe. Das ist auch nur, es ist eigentlich aus einer kleinen Idee entstanden, weil irgendwann habe ich nur gedacht, ja, jetzt muss ich einmal so überlegen, wie rum es war. Ich glaube, ich habe die Artworks hier Cradle of Filth, Cruelty and the Beast, Manowar, Kings of Metal und Immortal Sons of Northern Darkness. Battles in the North. Relativ zeitnah beieinander, mal so nachgebaut und einfach nur als Instagram-Fotos quasi dann gepostet. Dann auch noch mit Originalbandnamen und Artwork. Mit Original-Band-Schriftzug dann da drin, um es halt witzig nachgebaut zu haben. Und als ich dann die nächste Idee hatte, was nachzubauen, habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das da doch irgendwie auf die Spitze treiben. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe geguckt, wie viele Artworks kriege ich jetzt nachgebaut.
Und als es 22 waren, habe ich mir gedacht, ja, okay, dann kannst du ja auch, glaube ich, ein ganzes Video daraus machen. Ja, cool. Also das ist auch, ja, da im Prinzip durchaus diesen Zwischenschritt gegangen. Du siehst sogar im Crucified-Video hängen Bilder an der Wand. Da ist das durchaus das Cradle of Filth und ich glaube das Manowar-Bild auch schon an der Wand, weil die als Einzelbilder zu dem Zeitpunkt schon existierten. Im Originalvideo hängen Bilder an der Wand, also habe ich die wiederum in meinem eigenen Video wiederum an die Wand gehangen. So was gebe ich auch immer, so Querverweise, das habe ich auch früher bei den Computerspielen immer geliebt, wenn dann im einen Computerspiel ein Verweis auf das andere war. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel Adventures, so Maniac Mansion, Jack McCracken und sowas und dann gab es dann Teile im einen, ne, Kettensäge bei Maniac Mansion, glaube ich, und das Öl dazu oder das Benzin dazu, ja, gab es dann bei Jack McCracken. Richtig, genau, die Kettensäge bei Maniac Mansion, die du nicht benutzen kannst, ja, weil es kein Benzin gibt. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Das war sehr, sehr lustig. Oder bei irgendeinem Spiel, ich weiß gar nicht, sogar eins dieser Ninja-Spiele, kann sogar Last Ninja gewesen sein, ist man doch mal irgendwann in der Stadt rumgerannt? Ich weiß nicht, mehr, auf jeden Fall. Ich weiß, dass man da irgendwo auf jeden Fall auf so einem Ruf und dann flog dann irgendwas. Was ist das denn? Habe ich irgendwie echt eine Stunde gewartet, irgendwann kam es immer näher und war Superman. Habe ich einfach nur davor gesetzt, da ist doch was. Ja. Haben wahrscheinlich auch die wenigsten gesehen, diese Easter Eggs oder wie sich das nennt. Ja, sehr cool. Witzig. Aber zurück zu deiner Kunst und so, habe ich mir auch aufgeschrieben, aber ist dann, ich meine, das sind ja immer sehr aufwendige Projekte. Machst du denn auch so mal was ohne Musik, wo du sagst, ne, ich versuche jetzt einfach irgendwas, was ein Filmchen, wäre das überhaupt eine Idee oder hast du das schon mal probiert? So. Jein. Also ja, ich habe schon mal was gemacht. Ich habe nämlich schon mal eine Fernsehwerbung nachgedreht. Das ist dann so ein 20-Sekunden-Film. Ich habe den Stressflüsterer. Den habe ich quasi nachgebaut, aber dann trotzdem auf mich irgendwie gemünzt. Mhm. Das war halt einfach mal eine Idee, mal was anderes zu drehen. Das ist aber bisher das fast einzige gewesen. Ne? Ich habe da schon mal drüber nachgedacht, auch mal was ohne Musik zu machen. Es war auch letztes Jahr schon mal Thema, also ich bin auch letztes Jahr deswegen schon mal gefragt worden, aber bisher hat dafür dann die Zeit nicht gereicht, weil dann war ich ja immer noch Game of Live Video. Weil durch meine Videos habe ich durchaus und auch dadurch, dass ich ja beim allerersten Projekt jemand anders das hat machen lassen, habe ich halt auch Fühler zu so einer Szene, die wiederum sehr, sehr viele Brick-Videos macht. Letztes Jahr hätte ich auch fast als Juror da sein können. Es hat zeitlich leider nicht gepasst. Aber denen bin ich durchaus auch ein Begriff. Und daher würde ich da auch gerne mal bei dieser Veranstaltung mitmachen. Aber es hat bisher zeitlich nicht gepasst. Wenn sich das aber irgendwann mal ergibt, dass mir das Thema passt, was sie veranschlagen und dann auch noch der Zeitrahmen, dann fände ich das schon mal spannend, da auch mal mitzumachen. Das heißt nicht, dass dann da gar keine Musik drin vorkommen könnte. Nein, aber nicht der Hauptteil. Eben nicht als Musikvideo in dem Sinne, sondern quasi vielleicht eine Story und dann mit Musik hinterlegt. Ne? Kannst ja, auch so genau. Soundtrack. Fände ich nämlich auch, ganz ehrlich, ich meine, ne, habe ich auch in den Kommentaren gesehen, sehe ich auch so, du hast ja wirklich da Talent, die Geduld alleine schon. Und damit kannst du auch Leute erreichen. Und ich glaube, es ist auch echt schwer, sich eine ordentliche Community aufzubauen, eine ordentliche Fangemeinde. Da ist natürlich alles, was du anbieten kannst, vielleicht nur Shorts sind ja jetzt ein Thema auf YouTube. Wenn man da einfach mal ein bisschen was machen würde, irgendwie eine witzige Idee, dann wirst du vielleicht auch noch mehr Leute erreichen. Ja, da habe ich auch sogar in den letzten Wochen recherchiert. Ich habe vielleicht eine Idee, was ich da machen könnte. Aber die werde ich erst ausprobieren, bevor ich sie... Aber wenn es fertig ist, sagst du Bescheid. Ja. Cool. So, ne, dann, ich glaube, wir haben jetzt auch schon sehr, sehr viel geplaudert, müssen jetzt nicht überstrapazieren. Du hast aber selber gesagt, als live wirst du nicht spielen, als Ben Blutzucker, oder ist das im Moment nur ausgeschlossen? Es ist nicht in Stein gemeißelt, es ist für den Augenblick ausgeschlossen. Ja, es ist für den Augenblick ausgeschlossen, weil ich, klar, als Einzelmusiker könnte ich es nicht darbieten. Mein letzter Stand ist sogar, dass ich nicht gleichzeitig singen kann, wenn ich spiele. Habe ich aber auch schon seit über 10 Jahren nie mehr ausprobiert, ob das immer noch so ist, aber damals war es auf jeden Fall so. Was im Prinzip bedeutet, ich bräuchte 4 Leute, die mit mir auch zusammen auf die Bühne gehen, um das adäquat zu spielen.
Und bisher habe ich noch keinen gefragt. Und es wäre auch viel Arbeit. Also nicht nur für mich, auch für die. Daher weiß ich gar nicht, ob es sich überhaupt realistisch wäre, vier Leute zu finden, die da total Bock drauf haben, König Ben hinterher zu spielen. Ich stelle mir vor allem gerade auch vor, ich glaube tatsächlich, wenn du es machen würdest, müsstest du ja zumindest ein bisschen auch das Lego-Thema in der ganzen Optik aufgreifen. Ich meine, du musst jetzt keine komplette Bühnen aufbauen aus Lego, wäre wahrscheinlich übertrieben, aber muss man sich auch noch überlegen, wie man das miteinander verweben kann. Ja, das ist halt, ich glaube, da wäre was möglich. Ja, cool. Ja. Dann, lass uns mal zum Ende kommen, aber hast du irgendwas, was du schon verraten kannst, was jetzt als nächstes kommt, irgendwie, wo du so ein bisschen dran arbeitest? Möchtest? Ja, Coversongs. Ich habe parallel, als ich an dem aktuellen Album gearbeitet habe, habe ich auch schon mit einem Nachfolgealbum angefangen. Zwischendurch war nicht klar, wer gewinnt, quasi. Jetzt ist es klar. Mhm. Aber aktuell arbeite ich noch an einem was ist das richtige Wort? An einem Coveralbum mit einem durchgehenden roten Faden. Verstehe. So. Dauert aber noch ein bisschen. 3 Songs sind ganz cool, aber ob das am Ende 10 oder 20 werden, weiß ich noch gar nicht. Das wird die Zeit so ein bisschen zeigen. Und auch da muss ja schon, ich meine, ne, zu jedem Song ein Video geht ja nicht, aber mindestens 1-2 Ideen wirst du ja wahrscheinlich dann auch schon mal anfangen wollen, damit das dann halt auch da der rote Faden weiter. Ja, bei einem gibt es eine grobe Idee. Mal gucken. Ja, bin ich gespannt. Ich kriege ja dann zum Glück auch mal von dir die News, die Newsletter, E-Mails. Werden wir dann noch weiter verfolgen. Möchtest du noch irgendwas frei an die Leute draußen loswerden? Grüße, Botschaften? Nee, da habe ich immer keine Ahnung. Dann lassen wir das für heute. Ja, ich meine, ich kann meine Mama grüßen. Die guckt das. Hallo, ganz Mama. Bestimmt. Ich weiß nur nicht, ob sie es bis hierhin guckt. Hoffen wir es mal. Guck bestimmt, ob du dich auch gut genommen hast. Das weiß die. Denke ich mal. Okay, dann danke ich dir für das Gespräch. Ich habe zu danken. Euch da draußen, danke fürs Zuschauen. Ben Blutzucker, auschecken, Videos auf jeden Fall. Ne? Ich bin begeistert, ihr werdet es auch sein. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.